Derzeit gebt ihr mir eine ganz, ganz große Auswahl an Bildern. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde so viel Bilder von euch wie möglich noch in den kommenden Tagen mit einarbeiten, habe aber jetzt nur ein Bild genommen, weil die Sendung an sich recht lang wird. Wir haben ja gestern nur ein Video gemacht, weil sie einfach nichts getan hat, und machen jetzt eine große Übersicht. Grüße Sie und grüße euch. Und danke, Brenno Langer, für dieses Foto aus dem Erzgebirge mit dem Blick bis Richtung Tschechien. Wir haben unten so ganz langsam das kommende Grün und oben ist es noch weiß, also zweigeteilt. Und wir werden über die Kar- und Ostertage auch eine Zweiteilung bekommen in Mitteleuropa. Im Osten ist es kälter als im Westen und im Süden wird es in den nächsten zwei Wochen nasser sein als im Norden. Wir blicken zurück auf den gestrigen zweiten Tag dieses Jahres, der einen Sommertag gebracht hat. Es war verbreitet warm in Deutschland und die höchsten Werte hatten wir in Wolfach mit 26,0 Grad und dann Waghäusel-Kirlach mit 25,0 Grad. Also zwei Orte hat es gegeben, die per Definition einen Sommertag erreicht haben mit 25,0 Grad. Der Rest war minimal drunter, also gerundet 25 Grad. Nichts Dramatisches kommt um diese Jahreszeit vor. Auch nichts Besonderes. Es kann auch eine 3 schon um diese Jahreszeit vorne geben. Und wenn wir dann später mal schauen, was es schon gegeben hat an Temperaturen. Der gestrige Tag hatte ein Tagesmittel von 13,8 Grad, lag damit 6,7 Grad über dem sonst eines 13. Aprils. Am kältesten war es im Osten Bayerns mit 10,0 Grad, sieht man mal von den Küstenregionen ab, und am wärmsten im Südwesten mit 18,0 Grad. Und wenn wir uns die Temperaturkurve des Aprils anschauen, da war es erst ziemlich kalt, dann wird es wärmer, dann wieder kälter, jetzt wird es wärmer, dann wieder kälter, dann wärmer, allerdings gleichmäßig. Dieses extreme Auf und Ab ist weg und im Vergleich zum früheren langjährigen Mittel hätten wir am fast Schluss des Monats ein knappes Plus von 0,3 bis 0,7 Grad und momentan sind wir noch bei einem Minus von 0,4 Grad. Das wird sich allerdings mit dem heutigen Tag dann wohl erledigt haben. Und das wurde moniert, dass ich nur immer das alte Klimamittel nehme. Ganz kurz mal das neue Klimamittel dazu. Da wären wir jetzt bei minus 1,15 Grad und am Schluss bei minus 0,6 bis minus 1,0 Grad. Also so extrem ist der April gar nicht. Der ist sehr, sehr stark im Schnitt. Zumindest mal, was die Temperaturen angeht. Schauen wir auf die Niederschläge. Bisher sind rund 70% des Monats soll es gefallen. Das entspricht etwa knapp 40 Liter, glaube ich. 0 bis 15 Liter sollen nach dem europäischen EZMWF-Modell in den nächsten 10 Tagen fallen. Das ist ein Muckenschiss, da kommt nichts runter, nicht viel. Das amerikanische GFS-Modell sieht das ein bisschen anders und ich habe jetzt die letzten 4 Läufe mal genommen. Es geht gar nicht um die absoluten Literzahlen, achtet mal bitte auf die Farbflächen. Hier haben wir das meiste im Süden, ein bisschen was im Bereich der Mittelgebirge vom Nullerlauf von gestern. Der Sechserlauf zeigte auch im Bereich der Mittelgebirge und im Alpenraum viele Niederschläge, gerade im Norden Italiens, ganz, ganz wichtig, dass das hier passiert. Der Zwölferlauf von gestern Abend im Nordwesten eher trocken, ab den Mittelgebirgen südwärts zum Teil ziemlich nass und auch im Alpenraum und auf der Alpensüdseite sehr nass. Und der aktuelle 18er, der das wieder alles ein bisschen reduziert hat, zeigt aber auch in der Südosthälfte die Niederschläge, auch auf der Alpensüdseite im Nordwesten weniger. Jeder Lauf, den wir gerade gesehen haben, würde dann einen zu nassen April bringen. Wir sind ja gerade erst einmal beim 14. April, weil schon wieder gesagt wird, ein Dürremonat oder ein extrem trockener Hitzemonat ist das. Nein, der ist durchschnittlich und bisher war es auch zu nass. Und jetzt holt mal ein bisschen die Sonne was nach und der Natur tut das auch mal gut. Es muss ja nicht ständig rumfrieren, was es dann übrigens ab Ostern wieder tun wird in den Nächten. Schauen wir auf die Wetterlage. Da schraubt sich von Nordosten in der kommenden Nacht langsam ein Tief rein. Das Geopotenzial nimmt ein bisschen ab und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe gehen zurück. Und die frühlingshaften, frühsommerlich anmutenden Werte weichen ebenfalls nach Süden. Am Ostermontag liegt das Hoch noch nördlich von uns und diese Kaltluftschüssel hier dreht sich über dem östlichen Mitteleuropa und Südosteuropa in der Höhe. Die streift uns nur im Osten mit den Wolkenfeldern und die minus 5 Grad Isotherme liegt eben im äußersten Osten. Im Westen und Südwesten ist es deutlich wärmer. Und interessant könnte es dann werden, und deshalb habe ich euch das auch mit den Niederschlagskarten gezeigt, dass hoch im Norden bleibt und dann auch möglicherweise die Kaltluftschüssel. Klassische Frühjahrslage, die Isobarendrängung, die liniengleichen Luftdrucks lassen immer weiter nach. Das wird so sumpfig und dann hätten wir über dem Kontinent Höhenkaltluft mit Temperaturen in 1500 Meter Höhe von um die 0 Grad. Das heißt, da entstehen immer wieder kleine
kleinere Niederschlagsgebiete, mal als Schauern, mal als Gewitter, dann Aufgleitfronten mit gleichmäßigen Niederschlägen und dann ist es mal wieder 2-3 Tage trocken, aber nie ganz wolkenlos. Und die große Hitze zieht abermals über den östlichen Mittelmeerraum, das hatten wir vor kurzem schon einmal, wo sie hier gestreift hat, und im westlichen Mittelmeerraum ist es noch relativ kalt. Und solch eine Lage löst dann eben diese Niederschlagsverteilung aus, die wir auf den Karten gesehen haben. Heute kommt auch so ein Niederschlagsband. Das ist in der Nacht von Nordwesten herangezogen, liegt dann diagonal über Deutschland, wandert am Nachmittag und gegen Abend weiter nach Südosten. Es ist recht klein, aber da drin regnet es mal kurzkräftig und dann schnuppert die Luft so nach Erde und nach Frühling. Dahinter folgen noch einzelne Schauer. Davor bilden sich immer mehr Quellwolken mit einzelnen Schauern und Gewittern. Und klassischerweise ist das ja dieser Blutregen. Da fällt einfach nur Regen und der wäscht den Sahara-Sand und Sahara-Staub aus der Atmosphäre und dann haben wir wieder diese Kleckse zum Beispiel am Auto. Ist aber nicht so dramatisch wie noch vor einiger Zeit. Der Nordwestwind frischt auf und wird vor allen Dingen an der See ziemlich unangenehm. Die Temperaturen, jetzt zeige ich euch wieder die Temperaturflächen. Da, wo die Front rumeiert und rumnässt, da haben wir so 12, 13 Grad. Drumherum laut Modell bis zu knapp 20 Grad. Und da habe ich mich mal vom Modell dann weggetraut und gebe jeweils die Höchstwerte an. 24, vielleicht 25 Grad kann es im Alpenvorland von Nieder- und Oberösterreich geben. Aber wenn, dann östliches Oberösterreich. Der Karfreitag bringt nordöstlich der Elbe kompakte Wolken. Es regnet immer mal wieder, nicht stark, aber es tröpfelt dann vor sich hin. Dann gibt es eine Wolkenkante, wenn wir in den Südwesten kommen, da scheint die Sonne. Bei unseren Nachbarn im Westen sind dann wieder kompaktere Wolken. Im Alpenraum gibt es noch ein paar Schauer, anfangs auch Gewitter. Auch das Alpenvorland wird noch einzelne Schauer bekommen, vor allen Dingen am Vormittag. Und dieser ganze Wolkenschlons, der da kommt, wird dann von Norden gegen die Alpen gedrückt oder gegen die Mittelgebirge mit Nordwind eben. Die Temperaturen liegen im Nordosten dann nur noch im einstelligen Bereich. Im Südwesten werden bis zu 22 Grad erreicht. Am Kar-Samstag ist es tendenziell freundlicher. Letzte Wolken bleiben im Südosten übrig und in etwa so vom Mangfallgebirge über die Tauern und dann Mühle- und Waldviertel bis ins Riesengebirge sind ein paar Regen- und in den Bergen auch Schneeschauer dabei. Der Wind wird ziemlich unangenehm, kommt aus nordöstlichen Richtungen und der beißt zum Teil. Das sind wie so kleine Nadelstiche. Außerdem haben wir eine enorm hohe Sonnenbrand- und Sonnenstichgefahr. Die Luft ist viel, viel klarer als jetzt mit dem Sahara-Sand und Sahara-Staub. Man merkt die Sonne nicht. Es ist relativ kühl und die brettert schon richtig runter. Also eincremen. Am wärmsten wird es in Belgien mit bis zu 19 Grad, sonst liegen die Temperaturen grob so zwischen 6 und 14 Grad. Im Westen ist es deutlich wärmer. Am Ostersonntag bleibt es größtenteils sonnig in der Westhälfte. Im Osten sind ein paar Wolken unterwegs. Vom Riesengebirge bis in die Ostalpen sind einzelne Schauer dabei. Der Wind kommt weiterhin aus nordöstlichen Richtungen, schwächt sich aber ein bisschen ab. Und die Temperaturen bleiben schwach auf der Brust, ändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. Am Ostermontag gibt es nochmal so einen Tritt von rechts und zwar von Osten. Da kommen ein paar Wolken herangezogen, die bringen Schauer, die können gerade am Morgen und am Vormittag bis ins Flachland als Schnee runterkommen. Dann hätten wir weiße Ostern. Und sonst bleibt es in den Bergen einfach dabei. Am Nachmittag lassen die dann schon wieder nach. Stand derzeit in der gesamten Westhälfte, da gibt es dann viel und strahlenden Sonnenschein. Die Luft ist klar, das ist nicht mehr so milchig und diesig wie jetzt nochmal. Es ist ein tiefblauer Himmel. Der Wind frischt wieder stärker auf, kommt aus östlichen Richtungen und ist sehr unangenehm mit auflandigem Wind an der Ostsee und ablandigem Wind an der Nordsee. Die Temperaturen liegen hier mit auflandigem Wind an der Ostsee bei 5, 6 Grad, mit ablandigem Wind an der Nordsee bei um und über 10 Grad. Östliche Mittelgebirge nur ein paar Grad plus. Und am wärmsten ist es wieder im äußersten Westen. Jetzt könnten wir ja theoretisch aufhören mit dem Montag. Wir luren mal ganz kurz noch in die nächste Woche. Wie geht es ungefähr weiter nach dem Stand derzeit? Am Dienstag bleibt es beim Nordostwind in der Westhälfte 10 bis 18, in der Osthälfte 4 bis 10 Grad mit Wolken und Sonne. Im äußersten Osten etwas Regen, im Südwesten einzelne Schauer. Am Mittwoch dann im Osten wohl wieder Regen, sonst einzelne Schauer. Kalter Wind 5 bis 15 Grad. Kalter Wind weht auch am Donnerstag. In der Südhälfte bleibt es bewölkt mit Regen, unterschiedlich
unterschiedlicher Intensität und Dauer. Das ist Warmfrontregen, der, wenn diese Schüssel so kommt, dann heranziehen würde. Das heißt so Nieselregen, mal stärkerer Regen. Im Norden wird es freundlicher und wärmer. Und zu guter Letzt noch der Freitag, eine Mischpoke aus dichten und lockeren Wolken. Meist aber dominieren die Wolken und es kommt immer wieder zu Schauern. Je nach Sonnenscheindauer wären es 8 bis 18 Grad. Überprüfen wir das ganz kurz anhand der Ensembles, der 15 bzw. 16-Tage-Trends. Einmal für den Nordosten. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Unten sind die Niederschlagssignale. Das da ist die Front hier ganz am Anfang, die jetzt durchziehen wird. Und der hellgrüne, das ist der sogenannte Hauptlauf. Der biegt dann nach der Vorhersage, die wir gemacht haben, nach unten ein bisschen ab. Da ist alles so, was wir jetzt gerade behandelt haben, Pi mal Daumen, um 1, 2, 3 Grad treffend. Also so kommt das Wetter oder sollte es kommen. Im Südwesten bleiben die Temperaturen in den nächsten Tagen, nachdem es kälter geworden ist, eher vom Hauptlauf überdurchschnittlich, später dann unterdurchschnittlich, wogt aber alles letztendlich um den Schnitt herum. Auch hier Temperaturen alles im Schnitt, aber die Niederschlagssignale sind wesentlich stärker. Sollte sich wettermäßig und modellmäßig groß was tun, melde ich mich im Laufe des Tages wieder. Ansonsten bis morgen.